Zu diesen höchsten Emotionen gehört als allerhöchste der Gleichmut. Der Gleichmut wird bezeichnet als die Krone aller Emotionen. Der nahe Feind ist die Gleichgültigkeit. Es sind zwei verschiedene Worte und auch zwei verschiedene Emotionen. Und es ist vielleicht wichtig, das erst einmal klarzustellen, wie die voneinander verschieden sind, damit man nicht etwa in den Fehler verfällt, das eine für das andere zu halten, was man nämlich sehr oft tut. Äußerlich haben wir eine große Ähnlichkeit miteinander. Sozusagen, man verzieht nicht das Gesicht, aber aus ganz verschiedenen Gründen. Die Gleichgültigkeit ist eine Schutzmaßnahme. Eine Schutzmaßnahme, derer sich viele Menschen bedienen, weil sie mit ihren Emotionen nicht zurande kommen. Und auch, weil sie, wenn sie schon einmal ganz offen und herzlich ihre Liebe gegeben haben, vielleicht auch nicht auf Widerhall gestoßen sind und daher geglaubt haben, es ist keine gute Sache, so etwas zu tun. Weil ja die meisten Menschen, wenn nicht alle, darauf aus sind, von ihrer Liebe ein Resultat zu bekommen. Solange wir darauf aus sind, ein Resultat zu bekommen, sind wir immer den Enttäuschungen offen. Genauso bei der Meditation. Wenn wir uns hinsetzen und wollen etwas bekommen, können wir ganz sicher sein, dass wir enttäuscht sein werden, weil wir nämlich nicht aufpassen können. Wir können nur eins oder das andere. Entweder wir machen das, um was es sich handelt. Bei der Meditation handelt es sich darum, sich zu konzentrieren. Oder aber wir haben die Möglichkeit, den Geist auf das zu lenken, was wir gerne haben möchten. Beides können wir nicht. Und da wir, wenn wir es darauf lenken, was wir gerne haben möchten, uns nicht konzentrieren können, ist die Meditation verloren. Dasselbe geht bei der Liebe vor sich. Und beim Mitgefühl, vor allen Dingen bei der Liebe. Wenn man da gerne etwas haben möchte, dann hat man keine Zeit zum Lieben. Dann hat man nur das Herz auf das Haben möchten gerichtet. Es geht überall, ist das Gleiche. Wenn wir auf Resultate aus sind, können wir uns nicht darauf konzentrieren, was wir eigentlich machen wollen oder können. Das heißt also, wir haben eine Erwartungshaltung. Und alle Erwartungshaltungen haben die Enttäuschung mit eingebaut. Gehört dazu. Gleichgültigkeit wird sehr oft benutzt als ein Schutz, weil die Erwartungshaltung nicht das bekommen hat, was sie erwartet hat. Und daher wird dann dieser Schutz als so eine Art Panzer benutzt, dass man sich nicht mehr hinzugeben braucht oder will. Und daher dann an seine Gefühle nicht mehr ran kann. Ein Mensch, der sich nicht hingeben kann in jeder Beziehung, hat auch mit der Meditation große Schwierigkeiten. Das habe ich bereits erklärt, aber ich sage es noch einmal, denn es ist ein ganz wichtiger Punkt und muss auch beachtet werden deswegen. Man muss sich bei der Meditation hingeben können. Man muss in den Atem hineinfallen können. Man muss das Ich loslassen können. Ich will, ich werde, ich kann, ich muss, ich soll oder was immer es sei, worum es sich handelt. Das Ich hat überhaupt mit der Sache nichts zu tun. Erst wenn wir uns hingeben können, kann die Meditation vonstatten gehen. Erst wenn wir uns hingeben können, kann die Liebe vonstatten gehen. Und wenn wir uns nicht hingeben können, dann benutzen wir sehr oft die Gleichgültigkeit als ein Panzer. Und dieser Panzer, diese Schutzmaßnahme,
macht es uns dann eben noch schwieriger, uns hinzugeben. Die meisten Menschen wanken so in der Mitte irgendwo rum. Mal wird der Panzer zugemacht und mal wird er aufgemacht, wenn es sich sehr sicher anfühlt. Aber sicher ist im Leben nichts. Das Einzige, was uns körperlich sicher ist, ist der Tod. Der ist uns ganz sicher. Alles andere ist nicht sicher. Also aus Sicherheit im Leben auszugehen, ist eine Idee, der wir nie irgendwie, mit der wir nicht zurande kommen können. Weil die gibt es nicht, die Sicherheit im Leben. Es ist viel besser, Mut zu haben. Und daher auch das schöne Wort Gleichmut. Mut zu haben, sich hinzugeben. Die Gleichgültigkeit ist also der nahe Feind. Der ferne Feind von Gleichmut, den kennt jeder. Aufgeregtheit, Rastlosigkeit, auch Ärgerlichkeit natürlich. Alles ist das Gegenteil und der ferne Feind davon. Das ist ganz selbstverständlich. Die Gleichgültigkeit muss man einmal in sich untersuchen. Denn die Gleichgültigkeit ist ein Gefühl der Kälte, des Nicht-Interessiertseins, des Danebenstehens. Menschen, die sich mit Gleichgültigkeit wirklich gepanzert haben, und es gibt ja Menschen, die das sehr, sehr stark ausüben, fühlen sich, als ob sie ein Beobachter seien von dem Leben, was sich um sie herum abspielt. Und da sie ja meistens auch intelligent sind, beobachten sie mit Intelligenz. So wie Kinder, die Schmetterlinge auseinandernehmen, weil sie noch nicht wissen, dass sie da jemand wehtun damit. So in der Art ist der Mensch, der gleichgültig ist. Also keine sehr wertvolle Herzenshaltung. Aber der Gleichmut ist etwas ganz anderes. Und der Gleichmut ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Innenlebens und ein ganz wichtiger Bestandteil der Lehre des Buddhas ist eins der Erleuchtungsfaktoren. Die Erleuchtungsfaktoren sind dann Erleuchtungsfaktoren, wenn sie perfekt gemacht sind. Das ist klar. Aber um überhaupt erst einmal zu etwas zu kommen auf diesem spirituellen Weg und überhaupt einmal Abstand nehmen zu können von dieser Marktplatz Bewusstseinsebene, müssen wir uns mit diesen Dingen, die uns dort zur Erleuchtung führen können, einmal abgeben. Denn jeder kleinste, einzigste Schritt auf dem Weg ändert ja unsere Bewusstseinsebene. Und auf der Bewusstseinsebene, die wir haben, auf der leben wir. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, was für Häuser wir haben, was für Familienangehörige wir haben. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, was wir Kleider für im Schrank haben oder wie oft wir vielleicht ins Theater gehen. Die Bewusstseinsebene, das ist unser Leben. Denn alles das, was wir erleben, erleben wir auf unserer eigenen Bewusstseinsebene. Und wenn die weiter dabei bleibt, wo sie immer schon war, bei der Dualität des Marktplatzes, meins und deins und haben wollen und loswerden wollen und gestern und morgen, und gut und schlecht, dann gibt es keinen Frieden, keinen inneren Frieden. Da gibt es nur angenehme Zustände und unangenehme Zustände, die sich abwechseln. Und so schnell abwechseln, dass man manchmal gar nicht weiß, wieso das eigentlich alles passiert. Gleichmut ist der Erleuchtungsfaktor, der diese Bewusstseinsebene des Verständnisses perfekt gemacht hat. Aber um dorthin zu kommen, haben wir viele Möglichkeiten, auf dem Wege uns dorthin zu arbeiten und zu praktizieren. Und das ist gerade das besonders Wertvolle an der Lehre des Buddhas, dass er Schritt für Schritt uns erklärt hat, was wir machen können. Und wie wir es machen können. Es gibt keine andere Lehre, die es so genau erklärt. Es ist interessant, eines Tages
Wenn man selbst die Meditation schon so weit gebracht hat, dass man andere Bewusstseinsebenen kennenlernt, einmal nachzuforschen, ob diese anderen Bewusstseinsebenen überall, in allen Religionen und allen den großen spirituellen Meistern überall vorhanden ist. Und man findet dann, dass überall das Gleiche erlebt wird, nur mit anderen Worten erklärt wird. Der Geist, den wir haben, ist eins. Wir haben keinen buddhistischen Geist, christlichen Geist, jüdischen Geist, islamischen Geist, Hindu-Geist. Gibt's nicht. Geist, menschlicher Geist. Überall, wo wirklich praktiziert wird, geht der Geist den gleichen Weg. Andere Worte, andere Erklärungen. Und da haben wir hier eine ganz wunderbare Möglichkeit und ein ganz wertvolles Gut, die deutlichsten Erklärungen in Einzelheiten. Und wenn wir die, so gut jeder kann, befolgen, kann jeder den Weg gehen. Und wie er sich das dann erklärt, das ist seine Sache. Meditation ist die Wissenschaft des Geistes. Und diese Wissenschaft ist daher, weil es eine Wissenschaft ist, von jedem nachvollziehbar, immer wieder wiederholbar. Sonst wäre es keine Wissenschaft. Wenn es Glückssache wäre, dann ist keine Wissenschaft. Und dann wäre es ja auch wohl ungerecht. Einer kann es und einer kann es nicht. Das gibt's aber nicht. Aber es gibt natürlich die, die es ernst meinen und die, die immer wieder davon abfallen. Das ist klar. Das hat es immer gegeben und wird es immer geben. Wenn wir uns also darüber klar sind, dass wir eine Möglichkeit haben, unsere Bewusstseinsebene zu ändern, dann müssen wir uns einmal den Gleichmut anschauen als ein Teil, einen ganz wichtigen Teil unseres Innenlebens. Wenn wir es uns als Gefühl anschauen, dann sehen wir es und erleben es als eine Sicherheit. Diese Sicherheit wird davon hervorgebracht, weil wir wissen, dass es egal ist, was passiert, wir werden heilsam und hilfreich reagieren. Wir haben bereits genug Läuterung, um nicht zu reagieren in einer Art und Weise, die uns selber schadet und die natürlich Aufregung verursacht. Wenn wir das wissen von uns, ist der Gleichmut bereits gefestigt. Um dorthin zu kommen, dass wir das von uns wissen, müssen wir immer wieder die Liebe und das Mitgefühl praktizieren, um den Ärger immer wieder weniger Platz zu lassen bei uns, so dass er eines Tages überhaupt nicht mehr hinein kann, weil das Herz mit dem Gegenteil angefüllt ist. Wenn das Herz voll ist, dann kann das andere keinen Platz darin finden. Das bedeutet aber tägliche Arbeit. Immer wieder. Und diese tägliche Arbeit ist natürlich jedem möglich, aber wird im Allgemeinen vergessen. Erst wenn wir wissen, dass unsere Reaktionen ganz zuverlässig sind, haben wir innere Sicherheit bekommen. Dazu gehört aber noch mehr als nur die liebende Güte und das Mitgefühl zu praktizieren. Dazu gehört, dass wir die Vergänglichkeit immer wieder nachprüfen, erkennen und in uns einverleiben. Die Vergänglichkeit, die wir besprochen haben, in Kürze, in den fünf täglichen Betrachtungen. Die heißen täglich,
weil sie täglich gemacht werden müssen. Weil wir immer gerne dran vergessen. Ich werde sie jetzt hier nicht noch einmal wiederholen. Zusammen. Aber jeder soll es für sich alleine machen. Und daraus irgendwelche Schlüsse ziehen. Was bedeutet es, dass ich dem Verfall unterworfen bin? Was bedeutet es, dass ich dem Tod unterworfen bin? Was bedeutet es, dass alles, was mein und mir lieb ist, sich ändern und entschwinden muss? Was bedeutet das für mich? Habe ich da was dagegen? Dann bin ich allerdings in derselben Kategorie wie die Menschen, die die Umwelt so gern verschmutzen, weil ihnen die Naturgesetze nicht gefallen, so wie sie sind. Das sind Naturgesetze. Etwas gegen unsere Naturgesetze zu haben, ist das, woran wir alle kranken, weil wir es immer uns nicht genau so passt, wie es ist. Aber das kann nie Gleichmut hervorrufen. Gleichmut entsteht aus Zufriedenheit. Und Zufriedenheit bedeutet, zum Frieden zu gehen. Nur selbstverständlich, wenn die Meditation einmal funktioniert, dann hilft sie enorm. Weil eine der Stufen, die Zufriedenheit effektiv als Meditationsobjekt hat. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, muss man daran arbeiten, dass das Innenleben auf einer Ebene einmal ist, wo die Meditation dann eine Chance hat. Die Vergänglichkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier in diesem Kurs für uns selber einmal untersuchen müssen, als Kontemplation oder auch als Meditation. Wenn zum Beispiel der Geist ganz unruhig ist und andauernd denkt, und sich ärgert oder auf was anderes hofft oder überhaupt Fantasien hat oder sich nicht aus irgendeinem Grund überhaupt nicht konzentrieren kann, dann ist das Beste, was man tun kann, die Vergänglichkeit des Atems zu betrachten. Jeder Atemzug ist zu Ende. Und ein neuer fängt an und ist wieder zu Ende. Als Meditationsobjekt. Wir sind abhängig von einem vollkommen vergänglichen Wind, der in uns hinein muss und wieder heraus. Weiterschauen, was ist noch in uns? Gedanken, alle weg. Alle vergangen. Wenn man sie sich nicht aufschreibt, kann man sich an nichts erinnern. Und dennoch glauben wir jedem Gedanken. Wenn wir einmal aufhören werden, unseren eigenen Gedanken so zu glauben, haben wir Fuß gefasst auf dem spirituellen Pfad. Den eigenen Gedanken ständig zu glauben, bedeutet, dass wir ständig irgendetwas wollen oder ablehnen. Und damit sind wir beschäftigt. Und damit verbringen wir dann unser recht kurzes Leben. Wenn wir merken, dass jeder Gedanke vollkommen vergänglich ist, der ist gekommen, er ist schon wieder weg, dann werden uns auch die Reaktionen, die wir haben auf andere Leute oder die Reaktionen auf die Situation, in denen wir sind, genauso als vergänglich klar werden und wir ihnen nicht nachlaufen müssen. Wenn wir unsere Reaktionen nicht mehr manifestieren müssen, sondern einfach warten, bis sie wieder vergangen sind, haben wir einen großen Schritt zum Gleichmut getan. Aber was tun wir stattdessen? Wir versuchen, sie immer wieder hochzubringen. Weil wir glauben an sie. Wir glauben, dass diese Gedanken, mit denen wir reagieren, stimmen. Und wenn wir uns über irgendetwas geärgert haben
Und dann ist dieser Ärger ja weggegangen, weil er kann ja gar nicht bleiben. Dann bringen wir es schnell wieder hoch, damit wir nur auch demjenigen, der uns geärgert hat, das auch mitteilen können. Statt das alles wegfließen zu lassen, so wie es eben fließt, immer wieder fließt. Wenn wir irgendetwas dringend haben wollen, und es ist so schön, wir möchten es unbedingt haben, dann bringen wir auch diese Reaktion immer wieder hoch. Damit, weil wir daran glauben, weil sie uns beschäftigen kann, weil wir uns damit anfüllen können. Statt uns anzufüllen mit dem, was uns läutert. Wenn wir uns anfüllen mit dem, was gebend, hingebend ist, Liebe und Mitgefühl und im Verständnis für Vergänglichkeit, dann kann uns nichts mehr passieren. Wenn wir mit dem einen angefüllt sind, hat das andere keinen Platz. Das ist Übung und Praxis. Jeder kann es, die wenigstens tun es. Es besteht kein Grund, es nicht zu tun. Für die meisten Menschen ist der Grund, dass sie das noch nie gehört haben und gar nicht wissen, dass es möglich ist. Aber diejenigen, die schon gehört haben und wissen, dass es möglich ist, auch die machen es meistens nicht. Und woran liegt es? An unserem dritten Hindernis, Lässigkeit und Trägheit des Geistes. Faulheit, weiter gar nichts. Geistige Faulheit. Es ist einfacher, nichts zu tun. Aber das ist gar nicht der Fall, dass wir nichts tun. Wir tun immer irgendwas, nur nicht gerade das Richtige. Und dieses Tun meine ich jetzt nicht mit Körperaktionen, sondern Geistesaktionen. Es geht nichts über die Krone der Emotionen, die Gleichmut heißt, die wir uns alle erarbeiten können, als eine Basis der Gefühle, die immer mit einschließt, Liebe und Mitgefühl. Denn wenn das nicht mit eingeschlossen ist, kann natürlich kein Gleichmut entstehen, weil ja dann stattdessen Ärger und Ablehnung entstehen kann. Wir haben die Möglichkeit, auf zwei Ebenen zu arbeiten. Das eine ist die Ruhe. Und das andere ist die Einsicht. Beide sind unumgänglich nötig. Ohne Einsicht hat auch die Ruhe keinen Sinn, weil nämlich die Ruhe genauso vergänglich ist. Und ohne Einsicht können wir auch die Läuterung nicht vornehmen, wo sie dann bleibt. Auch sie ist dann vergänglich. Die Liebe und das Mitgefühl führen zur Ruhe. Das Erkennen der Vergänglichkeit führt zur Einsicht. Es ist unumgänglich nötig, dies im Meditationskurs selbst als Meditationsobjekt oder Kontemplationsobjekt zu benutzen. Wenn wir es als Kontemplationsobjekt benutzen, die Vergänglichkeit, so können wir einmal nachforschen, ob wir etwas in uns finden können, was solide ist, was unumstößlich ist, was nicht von einem Moment zum anderen sich ändert. Irgendetwas suchen, und sollte jemand etwas finden, dann kann er uns das allen mitteilen. Wenn man nichts findet, dann muss man daraus irgendwelche Schlüsse ziehen aus dieser Vergänglichkeit und nicht einfach damit zufrieden sein und sagen, na ja, also es ist ja wohl doch alles vergänglich. Hauptsache, es geht alles bei mir zu Hause gut. Es ist alles vergänglich, auch das bei mir zu Hause. Und vor allen Dingen das, was ich sein sollte. Genau das. Es bewegt sich ständig. Nichts bleibt bestehen. Und das müssen wir
meditativ und kontemplativ untersuchen, soweit der Geist die Fähigkeit dazu hat. Je mehr er sich damit beschäftigt, desto mehr Fähigkeiten bekommt er. Ein Geist, der lässig ist und träge, der hat keine Fähigkeiten. Aber sobald man sich aus dieser Falle herausholt und einmal wirklich das untersucht, was man selber ist, desto mehr Fähigkeiten bekommt der Geist. Je mehr er angespornt wird, etwas zu untersuchen, desto besser kann er es. Alles ist eine Übung. Alles sind die Fähigkeiten, die wir erlernen können. Es gibt nichts, was wir in diesem Leben erlernt haben, ohne zu praktizieren. Sogar das Laufen, das Sprechen, das Essen, alles haben wir lernen müssen und haben es praktiziert. Und damals, als wir noch klein waren, da hat uns das großen Spaß gemacht, das zu praktizieren. Und jetzt glauben wir, dass das vielleicht eine Riesenarbeit ist, wenn wir jetzt zu praktizieren sollen, uns selber zu läutern. Dabei ist das nichts, könnte interessanter sein. Die Vergänglichkeit hilft uns, die Reaktionen, die wir haben, auch als vergänglich zu sehen. Und zwar auch als nicht glaubwürdig. Denn wenn wir einmal eine etwas universellere Sicht haben, dann wissen wir ganz genau, dass die Reaktion, die wir gerade haben, ja nur bei uns ist. Ein anderer hat die ja gar nicht. Der hat vielleicht genau die gegenteilige Reaktion. Also worauf ist dann die Wahrheit dieser Reaktion zu bauen? Worauf bezieht sich diese wirkliche Wahrheit der Reaktion? Auf nichts. Nur auf unsere eigene Meinung. Also wenn wir jetzt bei der Meditation einmal gemerkt haben, wie die Gedanken und die Gefühle kommen und gehen und dass sie absolut nicht gerufen wurden, denn sie sollen ja wegbleiben, man möchte ja gerne ruhig werden bei der Meditation, dann wird es einem vielleicht einmal klar werden, dass das ganze Leben so ist. Alles kommt andauernd und geht wieder. Und keiner ruft diese Gedanken und keiner ruft diese Reaktion. Die kommen und gehen. Weil der Geist noch nicht so scharf trainiert ist, dass er sofort Einhalt gebieten kann. Ist er in der Meditation scharf genug trainiert, um Einhalt zu gebieten, dann kann er das im täglichen Leben natürlich auch. Und ist er eines Tages so geläutert, dass er diese Reaktion überhaupt nicht mehr hat, dann braucht er auch keinen Einhalt mehr zu gebieten. Aber wenigstens können wir im Moment doch durch die Meditation schon erkennen, dass das alles kommt und geht und auf nichts aufgebaut ist, keine wirkliche Wahrheit als Untergrund hat. Und das wird uns helfen, dieses Kommen und Gehen zu sehen, das wird uns helfen, den Gleichmut etwas mehr in uns herzustellen, im täglichen Leben. Je mehr wir das haben, desto weniger Angst haben wir. Je mehr weniger Gleichmut ist, desto mehr Angst. Angst vor uns selber natürlich, aber das sehen wir nicht so klar, sondern wir glauben, wir haben Angst vor anderen. Weil die anderen könnten ja irgendetwas von sich geben, worauf wir dann reagieren müssen. Aber in Wirklichkeit ist es die Angst vor der eigenen Reaktion. Diese Angst macht natürlich den Gleichmut noch weniger möglich und macht uns vollkommen abhängig. Macht uns abhängig davon, was um uns herum vorgeht. Diese Abhängigkeit hängt von unseren Sinneskontakten ab. Wir müssen diese Sinneskontakte auch meditativ und kontemplativ einmal bearbeiten. Erst wenn uns das klar wird, was mit unseren Sinneskontakten eigentlich los ist, dann erkennen wir, woraus ein Mensch besteht. Dazu gehört auch der gute Wille, das erkennen zu wollen und nicht der Versuch, alles so behalten zu wollen, wie es gerade ist,
wenn es einigermaßen angenehm ist, oder alles loswerden zu wollen, wie es gerade ist, wenn es gerade besonders unangenehm ist. Beides funktioniert nicht. Nur das Erkennen funktioniert. Den Geist einmal dazu anspornen, etwas zu sehen, was er bis jetzt noch nicht gesehen hat. Es sind nicht Worte, es sind nicht Gedanken, es ist ein inneres Erkennen. Nur das Innenerkennen nutzt etwas. Wenn man nur die Gedanken benutzt, dann versucht man logische Schlussfolgerungen zu treffen. Die funktionieren nicht. Damit können wir das Leben nicht in Ordnung bringen mit unseren logischen Schlussfolgerungen. Wenn wir die Gedanken gar nicht benutzen, sondern nur gefühlsmäßig uns geben, dann haben wir ständig die Möglichkeit, in die negativen Gefühle zu verfallen. Auch natürlich abhängig von dem, was um uns herum vorgeht. Beides funktioniert nicht. Wir müssen die Gedanken und die Gefühle zusammenarbeiten lassen. Das heißt also, das innere Erkennen, woraus dann die Weisheit entstehen kann. Unsere Sinneskontakte sind fünf. In des Buddhas Terminologie ist das Denken auch ein Sinneskontakt, ein sechster. Wir werden aber erst einmal mit den fünf arbeiten, weil das einfacher zu verstehen ist. Die Möglichkeiten, Liebe und Mitgefühl zu entwickeln, als spirituellen Pfad, ist einseitig. Eine Seite, die praktiziert werden muss, die aber nicht genügt. Wenn die Einsicht nicht dazu kommt, sind wir jederzeit wieder dabei, von dieser Möglichkeit abzufallen und genau das Gegenteil zu machen, nämlich ärgerlich zu werden, keinen Gleichmut zu haben. Nur die Einsicht macht es uns möglich, eine stetige innere Ruhe zu bewahren, die unabhängig ist. Wenn wir unsere Sinneskontakte einmal beobachten, wir sehen, weil wir das Auge haben, was funktioniert. Dazu kommt das Sehobjekt. Zum Beispiel hier das Mikrofon. Wenn jetzt das Sehbewusstsein das Sehobjekt trifft, fängt das Sehen an. Und was passiert? Natürlich tun wir das nie auseinander nehmen, sondern wir wissen nur, was dann passiert. Wir wissen, was passiert ist, dass wenn etwas schön aussieht, wir es haben wollen, und wenn es nicht schön aussieht, wollen wir es loswerden. Das wissen wir. Alles andere wissen wir nicht. Genauso mit dem Hören. Wir haben das Ohr, was funktioniert. Da gibt es ein Geräusch. Und wenn das Geräusch das Ohr trifft und das Hörbewusstsein dazukommt, fängt's Hören an. Aber das kümmert uns überhaupt nichts. Wenn wir etwas hören, was uns gefällt, dann wollen wir mehr davon. Und wenn wir etwas hören, was uns nicht gefällt, dann werden wir böse. Das ist alles, was uns interessiert an der ganzen Sache. Und da wir aber durch das Nicht-Erkennen, um was es geht, in dieser Situation lebenslänglich bleiben werden, und immer das, was wir sehen, hören, schmecken, riechen, antasten, entweder haben wollen oder nicht haben wollen, so werden wir nie zur Ruhe kommen. Wir müssen also mal anfangen, die Sache zu untersuchen. Und des Buddhas Anleitungen sind präzise und exakt und jeder kann es tun. Nur wollen muss man. Wir müssen mal
auseinandernehmen, wie das funktioniert, wenn wir etwas sehen oder wenn wir etwas hören. Wir können zum Beispiel, vielleicht ist das Hören das Einfachste. Wenn in der Meditation ein Geräusch kommt, dann sagt der Geist, wenn er nicht hundertprozentig konzentriert ist, ach, das ist ja furchtbar so laut, da kann ja kein Mensch meditieren. Oder diese Kuhglocken stören mich. Oder diese Flugzeuge bedeuten, dass es wieder Krieg gibt. Irgendetwas, denkt der Geist. Oder er entschuldigt sich. Naja, mit solchem Lärm, wer kann denn da meditieren? Kann man doch nur in Ruhe machen. Was ist in Wirklichkeit gewesen? Überhaupt nichts. Es war nur ein Geräusch. Es war weder ein Flugzeug, noch waren es Kuhglocken, noch war es ärgerlich, dass es so war. Das hat alles der Geist gemacht. Das Ohr kann weder Kuhglocken, noch Flugzeuge, noch Husten, noch Kratzen hören. Es hört nur Geräusch. Und das muss man sich einmal ganz klar drüber werden. Und nächstes Mal, wenn bei der Meditation jemand irgendetwas hört, mal darauf aufpassen, wie der Geist sofort sagt. Ach, was ist denn das? Das ist wahrscheinlich ein Stuhl. Oder immer wird gehustet, wenn ich zum Meditationskurs komme. Aber wer sagt denn das? Das sagt doch nicht das Ohr. Das sagt doch der Geist. Also was in Wirklichkeit nämlich passiert, und darüber muss man sich nicht nur klar werden, sondern man muss es erleben. Und erst wenn man es erlebt hat, das heißt sich wirklich da mal hineingegeben hat, was erlebt hat, dann wird man wissen, dass es einen Weg heraus gibt. Bis dahin bleibt man ständig da, wo man ist. Und zwar als Reagierender auf die Sinneskontakte. Und zwar, was da passiert, ist Folgendes. Das Geräusch kommt ans Ohr. Hören. Davon kommt ein Gefühl. Das kann sein, angenehm, unangenehm oder neutral. Wenn es neutral ist, kümmert es uns nicht. Sind wir nicht interessiert. Ist auf jeden Fall nicht unangenehm. Interessiert sind wir an den angenehmen und unangenehmen. Mit diesem Gefühl kommt sofort ein Etikett. Flugzeug. Und darauf kommt sofort die Reaktion. Kann ich nicht leiden. Es hat ein unangenehmes Gefühl gegeben. Ein Flugzeug hat irgendwelche Gedankenverbindungen mit irgendwelchen unangenehmen Sachen. Und sofort kann man es nicht leiden. Es kann aber auch ein Geräusch kommen, was sich angenehm anhört. Wo ein angenehmes Gefühl kommt. Es kann zum Beispiel eine Musik sein, die wir gern haben. Angenehmes Gefühl, kommt ein Etikett, ach Mozart, und dann habe ich sehr gerne gleich noch weiterhören. Bei beiden ist ja kein großes Malheur passiert, dass man Flugzeuge nicht gern hat und Mozart ja gern hat. Ist ja kein Malheur. Aber erstens mal gibt es keine Welt ohne Geräusch. Das heißt also, wenn wir auf Geräusche reagieren, wenn wir nicht richtig meditieren können. Zweitens mal, ist das, was wir täglich hören, ja nicht nur Mozart und Flugzeuge, sondern wir hören ja, was andere Leute zu uns sagen. Und wir hören andauernd irgendetwas, was um uns herum vorgeht, was im Allgemeinen am störendsten die Worte von anderen Menschen sind. Und auf die reagieren wir dann. Wenn es was Liebenswürdiges ist und was uns lobt, wollen wir mehr davon. Und wenn es was Unliebenswürdiges ist, was uns tadelt, dann möchten wir denjenigen loswerden. Oder jedenfalls seine Worte schnell loswerden. Oder ihm das Gleiche zurückzahlen. Auch unangenehme Worte von uns geben. So spielt sich doch das menschliche Leben ab. Aber sinnvoll ist es bestimmt nicht. Denn keiner wird davon glücklich. Und friedlich wird man davon auch nicht. Und der Frieden, den jeder so gerne hätte,
und der auch bei uns auf der Welt herrschen sollte, kann natürlich nicht kommen, weil ihn keiner ja in sich trägt. Kein einziger hat Frieden in sich, weil er andauernd reagiert auf alles, was da los ist. Dasselbe ist mit dem Sehen. Wenn wir ein hübsches Mädchen oder einen attraktiven Mann sehen, dann kommt ein angenehmes Gefühl, dann sagt die Bezeichnung sehr hübsch oder gut aussehend oder wie immer das Etikett sein soll, und dann steigt man nach. Und was wird da draus? Brauchen wir nicht weiter auszuführen, ne? Kennen wir schon. Und was ist gewesen? Das Auge kann nur Farbe und Form sehen. Das Ohr kann nur Geräusch hören. Das Auge kann nicht hübsches Mädchen oder gut aussehenden Mann sehen. Das kann nur der Geist. Und da ja jeder ein bisschen anders reagiert, was dem einen sein Uhl ist, dem anderen sein Nachtigall. Der eine glaubt, das ist wunderschön, und der andere denkt, na, sowas, wenn ich sowas aussuche. Und die ganze Zeit geht aber doch die Idee und der Wunsch darauf hin, etwas selber, etwas Schönes zu sein und nach etwas auszusehen und etwas darzustellen, weil man selber ja reagiert auf diese Sinneskontakte, also erwartet, dass alle anderen auch darauf reagieren, was sie auch tun. Aber da kann doch nichts bei rauskommen. Kommt ja auch nicht. Die ganze Welt sieht ja auch seltsam aus. Braucht nur mal eine Zeitung zu lesen. Also braucht man gar nicht. Man braucht nur sein eigenes Leben anzugucken. Man braucht gar keine Zeitung zu lesen. Dann weiß man, dass diese ganzen Reaktionen, die wir auf unsere Sinneskontakte haben, uns nie befriedigen werden. Selbst auf den schönsten Sinneskontakt kann die Reaktion des Behaltenwollens nicht befriedigen, weil es unmöglich ist, etwas wirklich zu behalten. Selbst sollte es angenehm sein, so darf es sogar nur kurze Zeit dauern. Wenn es lange Zeit dauert, ist es schon wieder unangenehm. Man stelle sich zum Beispiel Essen vor. Es schmeckt großartig. Also, man will noch ein bisschen mehr nehmen. Und unser Gastgeber sagt, ja, dann nimm doch nur, ich habe ja genügend hier, kannst du noch 2, 3 Stunden essen. Also, da haben wir gleich Ducker davon, von diesem wunderbaren Essen. Es hat sehr gut geschmeckt, aber es darf doch nicht anhalten. Na, genau dasselbe geht auch mit dem Hören. Man kann nicht Tag ein, Tag aus, morgens, mittags, abends sich Mozart anhören. Das ist unmöglich. Man muss auch mal Ruhe davon haben. Wenn man es nicht lang genug gehört hat, dann hört man es gar nicht mehr, weil der Geist es nicht mehr aufnehmen kann. Das Geräusch ist weiter da, aber der Geist kann es gar nicht mehr aufnehmen. So geht es mit allen Sinneskontakten. Und das ist noch nicht mal das größte Unglück daran. Das größte Unglück an den Sinneskontakten ist, dass sie uns immer wieder dazu verführen, zu glauben, dass wir durch sie unser Glück finden werden. Das ist das einzige Schlimme daran. Wir werden immer wieder davon verführt, weil wir ja nichts anderes kennen. Wir haben zwar schon gehört, dass Meditation eine gute Sache sein soll, aber wenn wir sie noch nicht wirklich erlebt haben, in der Tiefe, dann glauben wir ja immer noch, dass es die Sinne sind, die es uns ermöglichen. Was anderes kennen wir ja nicht, außer noch dem Denken, was auch von dem Buddha als Sinneskontakt beschrieben wird. Wir glauben also immer, riechen, schmecken, antasten, dass das uns eines Tages, wenn wir es nur geschickt genug anpacken, das wirkliche Glück geben wird. Und dennoch, wenn ich das jetzt sage, weiß jeder, dass das absurd ist. Aber was macht man stattdessen? Wo kann man das innere Glück und den inneren Frieden wirklich finden? Wo gibt es ihn? Vom Bücherlesen? Vom Fernseher? Von Unterhaltungen? Von was gibt es das innere Glück? Wo kann ich es finden?
doch bestimmt nicht durch was zu sehen, zu hören, zu schmecken, zu riechen und anzutasten ist. Und doch ist unser ganzes Leben und der ganze Tag damit angefüllt und soll schön sein. Alle diese Sinneskontakte sollen schön sein. Kann nicht funktionieren. Muss irgendwas anderes geben. Jeder weiß das unterschwellig, dass es irgendwas anderes geben muss. Man sich, es muss der richtige Mensch da sein, dann wird es sein. Aber der hat genau dieselben Schwierigkeiten. Der weiß auch nicht, dass er hat auch nur die Sinneskontakte, weiß auch nicht, wo das Glück zu finden. Also, wie kann das funktionieren? Muss doch irgendwas noch was geben. Es gibt natürlich etwas. Denn das Wort innere Glück sagt es ja schon. Es muss in Ihnen in einem drin sein. Aber solange wir uns von diesen Sinneskontakten sozusagen einwickeln lassen und immer wieder dieses, sie sehen, als wären sie das Wirkliche im Leben, solange haben wir keinen Zugang zu der Wahrheit. Die Wahrheit liegt in uns drin, in jedem Einzelnen. Aber der Zugang ist versperrt. Und der Zugang ist versperrt durch diese Suche und das Anhaften an dem, was angenehm ist, an dem, was uns gefällt, an dem, was wir annehmbar und komfortabel finden. Je mehr wir daran anhaften, desto weniger ist die Tür offen. Der Zugang ist erst dann da, wenn wir erkannt haben, was nicht wichtig ist. Diese Sinnestore, wie heißt denn, wie genannt die Sinnestore, weil wir dadurch in die Weite können mit den Augen und den Ohren, sind unsere Tore. Diese Sinnestore sind auf eine andere Art und Weise zu behandeln, wie wir es tun. Selbst diejenigen, die das wissen, finden es auch noch schwer. Aber zumindest wissen muss man es erst einmal. Und wenn man es nicht weiß, hat man überhaupt keine Chance. Weil von alleine drauf kommt, vielleicht auch nicht jemand mal, aber es ist schwierig. Der Buddha hat das, was wir mit unseren Sinnen machen können, die fünf noblen Kräfte genannt. Auf Pali heißt das die Arya Iddhis. Arya ist nobel. Und Iddhi ist in Pali dasselbe Wort wie in Sanskrit Siddhi. Und Siddhi ist nicht so unbekannt, denn das Wort Siddhi wird benutzt als übernatürliche Kräfte und wird auch so verkauft und im wahrsten Sinne des Wortes verkauft als übernatürliche Kräfte. Und das war zu Zeiten des Buddhas genauso. Es hat sich nichts geändert. Und der Buddha hat sehr oft Wortspiele gemacht. Dafür war er besonders bekannt. Und wie er gefragt wurde, was sind die größten übernatürlichen Kräfte, hat er gesagt, nicht diese Dinge, wie ihr glaubt, da durch die Luft zu fliegen oder so etwas, oder vielleicht durch eine Wand durchzugehen, oder hellhörig zu sein. Nichts davon sind die größten Kräfte, sondern ich werde euch die fünf noblen Kräfte sagen. Und hat daher also das Wortspiel von den Siddhis auf die Iddhis geändert, indem er sagt, diese übernatürlichen Kräfte, das ist nichts. Und zwar hat er so gesagt, wir müssen in dem, was uns so anziehend erscheint und so lieblich erscheint, das Nicht-Anziehende und das Nicht-Liebliche erkennen. Und umgekehrt, in dem, was uns abstoßend und hässlich und scheußlich erscheint, sofort das Anziehende und Liebliche erkennen. Das sind die ersten zwei. Und das sieht nun so aus, dass wenn wir etwas begehren,
Und das ist ja das, was das, wenn das angenehme Gefühl hochkommt, weil etwas sich gut anhört oder gut aussieht, dann kommt das Begehren hoch. In diesem Begehren, wenn wir uns da hineinfallen lassen und dann dem auch folgen, diesem Begehren, so sind wir ständig auf der Suche. Und da ja das, was wir begehren, dann auch nicht mehr bleibt, so wie es ist, müssen wir wieder was Neues bekommen. Es ist ja unmöglich, dass das, was wir haben wollen, weil es uns so schön erscheint, genauso schön bleibt bei näherem Kennenlernen. Das haben wir ja wohl alle schon mal miterlebt. Und daher ist dann auch wieder die Unzufriedenheit da. Das heißt also, bei dem Begehren des Lieblichen sofort erkennen, dass das Liebliche und Anziehende auch vergänglich ist. Dass das Liebliche und Anziehende genauso Dukkha in sich trägt. Ob das jetzt eine Sache ist oder ein Mensch. Wenn es ein Mensch ist, hat es garantiert Dukkha. Wenn es eine Sache ist, so muss man sie säubern, reparieren, erneuern, versichern, sich drum kümmern. Das ist das Nicht-Anziehende. Wenn es etwa ein Mensch ist, so hat der genauso viel Dukkha wie wir selber. Und seine Aussehen und seine Art verändert sich von Moment zu Moment. Die Veränderung kann uns dann zeigen, dass das, was wir unbedingt haben wollen, ja nicht so ist, wie wir es uns vorstellen, nämlich solide und statisch und bleibt so, sondern vollkommen im Fluss befasst. Das heißt also, dass wir von unserer Begierde dann vielleicht zu einer Balance zurückkommen, zum Gleichmut. Wir können anerkennen, dass das, was wir da gerade in dem Moment sehen, schön aussieht. Aber wir müssen es nicht haben wollen. So, wenn man auf einer Wiese geht und da stehen so schöne Blumen, die sind schön. Aber ich muss sie doch nicht haben wollen. Ich weiß ja schon ganz genau eigentlich, dass vielleicht sie dort besser aufgehoben sind, wo sie stehen, und dass sie morgen sowieso vollkommen verwelkt sind. Ich muss sie nicht pflücken. Nur mit allem anderen. Mit allem, was es gibt. Schön darf es ruhig sein. Schön kann ruhig anerkannt sein. Aber ich muss es doch nicht haben wollen. Es bleibt doch auch genauso, wenn ich es nicht haben will. Und daher muss ich in mir selber die Balance schaffen des Gleichmuts, zu erkennen die Vergänglichkeit jedes Aussprechens des Menschen, jedes Aussehen des Menschen, alles ist im Fluss. Ich kann es nicht festhalten. Sollte ich etwas sehen, was abscheulich ist, abstoßend ist, oder etwas hören, was abscheulich, abstoßend ist, ob ich sehe oder höre oder schmecke, rieche, ist egal. Aber Sehen und Hören sind unsere beiden stärksten Sinneskontakte, mit denen wir am meisten zu tun haben. Dann sofort erkennen. Erstens mal, auch das ist vergänglich. Zweitens mal, eine Lernsituation für mich. Dankbarkeit. Sofort Dankbarkeit hochkommen lassen, dass hier habe ich eine Lernsituation, dem Gehörten, was unangenehm ist, mit Gleichmut gegenüberzustehen. Oder dem Menschen, der mir unangenehm ist, mit liebender Güte gegenüberzustehen. Eine Lernsituation. Wie wunderbar. Sich darüber freuen, dass es wirklich mal jetzt ein Moment gekommen ist, wo man wirklich was lernen muss. Nicht nur theoretisch sagen, naja, es wäre ja besser, wenn man liebende Güte hätte. Sondern jetzt muss ich mal. Jetzt bin ich aber wirklich mal aufgefordert. Also das ist ein wichtiger Moment der Dankbarkeit. Auch das ist vergänglich. Und wenn es ein Mensch ist, der einem in dem Moment abstößend erscheint, abscheulich erscheint, zu wissen, dass das daher gekommen ist, weil dieser Mensch in dem Moment einen riesen Dukkha hat. Wenn ein Mensch nämlich glücklich und zufrieden ist,
dann ist er auch nett und liebenswürdig. Da kann er gar nicht anders sein. Wenn er nicht glücklich ist und nicht zufrieden ist, dann allerdings. Und je unglücklicher er ist und je weniger zufrieden er ist, desto unangenehmer wird er. Wenn er sich nicht schon dazu erzogen hat, mit seinem eigenen Unglück irgendwie fertig zu werden. Aber die meisten Menschen, fast jeder, der noch unglücklich wird, kann auch damit nicht fertig werden. Denn ein Mensch, der damit fertig wird, der wird auch nicht mehr unglücklich. Der weiß nämlich, um was es geht. Um die Vergänglichkeit. Und das, worum es geht, dass Unglück überall ist. Aber deswegen braucht man nicht unglücklich zu werden. Das heißt also, wenn wir einem Menschen gegenüberstehen, der sehr unangenehm in dem Moment gerade ist und vielleicht uns große Schwierigkeiten macht durch das, was er tut oder sagt, und wir ihn also abscheulich und abstoßend empfinden, sofort erkennen, dass der Mensch ganz unglücklich ist. Und daher Mitgefühl die beste Reaktion darauf ist. Wir sind also wieder auf der Balance. Wir rennen nicht dem hinterher, was wir begehren, und wir lehnen nicht ab oder wenden uns weg von dem, was uns unangenehm erscheint. Wir bringen uns immer wieder in die Mitte. Gleichmut ist die Mitte, ist die Balance. Dann wird weiter in diesen fünf edlen Mächten gesagt, dass wir in allem, was uns so wunderschön erscheint, beides sehen sollen. Das Wunderschöne und das nicht so Anziehende und genauso in allem, was schrecklich aussieht oder schrecklich sich anhört. Auch beides ersehen. Das heißt, sofort, nicht erst in die Versuchung verfallen, das Angenehme oder das Unangenehme überwiegend zu sehen, sondern gleich beides zu sehen. Das ist der nächste Schritt dann. Zuerst sind wir natürlich damit beschäftigt, wenn wir uns überhaupt damit beschäftigen wollen, in dem Angenehmen das Unangenehme zu sehen, im Unangenehmen das Angenehme. Aber der nächste Schritt ist dann, dass wir sofort auf beiden Seiten beides sehen können. Und das fünfte ist, dass der Erleuchtete weder das eine noch das andere zu sehen braucht, weil der Gleichmut in ihm gefestigt ist. Das trifft vielleicht bei uns im Moment noch nicht zu. Also wir werden uns mit den ersten vier beschäftigen. Und vor allen Dingen mit den ersten beiden beschäftigen. Denn und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir vielleicht einmal in uns selbst erkennen können. Und ich werde gleich vorschlagen, wie das erkennbar ist. Dass unser ganzes Leben wir nichts anderes machen, als der einen Sache hinterherzulaufen und von der anderen Sache wegzulaufen, auch wenn es gar nicht körperlich gelaufen ist, sondern innerlich. Sich davon wegwenden und dahin zuwenden. Und wenn es uns gar nicht mehr gelingt, von dem Unangenehmen uns abzuwenden, dann sind wir mit einer Tragödie behaftet. Dabei war das alles unnötig. Alles, was existiert, muss wieder vergehen. Nichts lohnt sich, darüber aufzuregen. Alles lohnt sich, was gut ist, zu tun, aber nichts lohnt sich, aufzuregen darüber. Der wirkliche Gleichmut kommt von dem Erkennen der Vergänglichkeit. Und der Gleichmut ist gleichbedeutend mit dem inneren Frieden. Und dazu gehört die Zufriedenheit. Das heißt, mit dem zufrieden sein, so wie es ist. Und nicht immer was anderes wollen. Wenn man keine Kinder hat, Kinder wollen. Wenn man Kinder hat, sie loswerden wollen. Wenn man einen Partner hat, ihn loswerden wollen. Wenn man keinen hat, einen kriegen wollen. Wenn man irgendetwas schon gelernt hat, was Neues lernen wollen. Zufrieden sein. Zufrieden mit der Situation. Denn um was handelt es sich denn eigentlich im Leben? Es handelt sich doch nicht um die äußeren Dinge. Es handelt sich auch um die inneren Reaktionen, die von morgens bis abends stattfinden. Und die Reaktionen, die von morgens bis abends stattfinden, machen unser Leben aus. Alles andere sind die Kulissen.
Jeder versucht sich seine Kulissen so nett wie möglich zu machen, aber mit denen leben wir doch nicht. Die sind doch nur so im Hintergrund zu sehen. In Wirklichkeit leben wir doch hier drin. Es geht also darum, einmal zu erkennen, dass wir auf das Angenehme und das Unangenehme reagieren, als ob auf ein Knöpfchen gedrückt wird und wir immer wieder denselben Drucker haben, der immer wieder dieselben Reaktionen druckt für uns. Mal ausprobieren, ob das stimmt. Wenn irgendetwas angenehm ist, dann hin dahin. Wenn es unangenehm ist, weg davon. Das kann keinen Frieden bringen. Wenn wir zum Beispiel draußen sind und etwas sehen, mal jetzt bewusst hinschauen auf eine Blume, auf irgendeine Blume bewusst hinschauen und erst einmal erkennen, dass da ein Gefühl hochkommt und dann das Benennen und dann das Reagieren. Das heißt also, man muss bewusst sich verlangsamen. Denn in dem Moment, wo wir hingucken, ist bei uns ja schon alles gelaufen. Eine Blume ist hübsch, nächste Sache. Verlangsamen. Hinschauen und sehen, dass das Auge, wenn wir mal den Geist ausschalten, überhaupt keine Blume sehen kann, sondern nur die Farbe und die Form. Mal probieren. Wenn das nicht funktioniert, das Gefühl, das hochkommt durch die Blume, erkennen. Wenn das auch nicht funktioniert, auf jeden Fall, das kann jeder erkennen, dass man jetzt gesagt hat, Blume. Und vielleicht die nächste Reaktion ist, wie heißt denn die? Oder, ganz hübsch kann ich auch mal pflanzen. Oder, sieht dabei so aus, als ob sie eine Krankheit hätte, was ist denn los? Irgendeine Reaktion erkennen, wie der Geist sich beschäftigt. Das Auge kann nichts davon tun. Erst wenn wir einmal gemerkt haben, wie wir mit unseren Sinneskontakten umgehen, können wir es ändern. Genauso mit dem Ohr. Irgendwas hören. Vielleicht die Kuhglocken. Und es kommt ein angenehmes Gefühl. Und dann sagt man, ach, Kuhglöckchen. Das finde ich sehr schön. Ich möchte auch auf dem Land leben. Vielleicht sollte ich doch umziehen. Kann aber genau das Gegenteil sein. Kann auch ein unangenehmes Gefühl hochkommen. Und kann sagen, Kuhglocken. Stinkt überall nach Kuh hier. Alles möglich. Und beides stimmt nicht, weil jedes nur Meinungen sind. Aber in Wirklichkeit kann dann passieren, dass man dann umzieht. Oder, dass man Kühe nicht mehr gern hat. Kann auch sein. Irgendetwas, was die Reaktion bedeutet, muss nicht als Wahrheit angenommen werden, sondern wir müssen uns einmal, und das ist eine der besonderen Eigenschaften der buddhistischen Lehre, analysieren, in unsere Teile zerlegen. Dann nehmen wir uns vielleicht nicht mehr ganz so wichtig. Je wichtiger wir uns nehmen, desto leichter werden wir unglücklich. Wenn wir uns nicht mehr ganz so wichtig nehmen, dann sehen wir, was da eigentlich passiert. Sinneskontakt, Gefühl, Etikett, Reaktion. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Sinneskontakt, Gefühl, Etikett, Reaktion. Ausprobieren, ob es stimmt. Der Buddha hat gesagt, nichts im Glauben, aber alles ausprobieren. Alles selber ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, fragen. Also mal sehen, ob das möglich ist, zu hören und zu sehen und zu erkennen, wie das abläuft. Und wenn man das nämlich erkennt, wie das abläuft, dann ist das alles nicht mehr so wichtig. Das bedeutet nicht, dass das Schöne nicht mehr schön aussieht. Aber es ist nicht mehr so wichtig. Und wenn es nicht mehr so wichtig da draußen ist, dann wird es hier drinnen wichtiger. Und dann wird das Innenleben die Hauptsache. Es wäre noch mehr über den Gleichmut zu sagen, vielleicht beschäftige ich mich damit noch zu einer anderen Zeit. Vielleicht sind jetzt irgendwelche Fragen und noch ein paar Minuten Zeit.
Weil mir ist eine verbale Unstimmigkeit aufgefallen. Ich hörte Sie sagen, Frieden, der herrschen soll. Ich meine, Frieden ist und herrscht. Wunderbar. Und? Ja. Also nichts. Naja, gut. In Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Was gäb's noch? Ist jedem ganz klar, was zu machen, wenn man mal draußen, kann man es auch hier drin natürlich machen, aber draußen ist es vielleicht noch einfacher, mit Sinneskontakt. Einmal das auseinandernehmen, in die Analyse nehmen und sehen, wie das funktioniert. Das ist ein wichtiger Praxispunkt, um sich selber besser zu erkennen. Die ganzen Lehren des Buddhas, alle, sind alle zum Praktizieren. Jeder Einzelne. Und die Bedeutsamkeit daran ist, dass er uns genau erklärt hat, wie man das machen kann. Aber natürlich ist der Geist, der ruhig ist, das heißt durch die Meditation ruhig geworden ist, viel besser in der Lage zu praktizieren. Denn dadurch hat er ja eine gewisse Ruhe, die er mit hineinnehmen kann in diese Praxis. Wogegen der Geist, der noch nicht zur Ruhe gekommen ist in der Meditation, ja auch dann bei dem Praktizieren zum Beispiel des Erkennens der Sinneskontakte ja auch wieder abschweift. Also es etwas schwieriger ist. Aber machen kann man es trotzdem.